Ich war mit einem anderen Projekt beschäftigt, als Donovan mit diesem Gesichtsausdruck ankam. Immer diese Nervanrufe. Die Bank will uns keinen weiteren Kredit geben. Wieso? Das Wood-Projekt schreckt sie ab. Bei unserem Wood-Haus stehen die Arbeiten quasi still. Da bewegt sich nichts. Deswegen lehnen sie ab. Wir sollen zuerst Wood fertigstellen. Wie soll das gehen? Das Haus braucht noch Monate. Wir haben mit den anderen Projekten genug zu tun. Sie wollen schon weiter mit uns arbeiten. Aber derzeit ist der Schuldenstand zu hoch. Gibt's eine Frist? Ein Monat. Wir müssen den Kredit also verlängern. Ist schon beantragt. Das kostet zigtausend. Wir zahlen die Raten monatlich. Ja, allein 6.000 an Zinsen. Ein Weckruf. Wenn wir keine Kredite für neue Projekte bekommen, sehen wir alt aus. Wie legen wir bei Wood im Plan? Es geht zwar voran, aber offen gesagt haben wir uns mehr auf andere Projekte konzentriert. Wir sollten da mal hinfahren. Ja, sofort. Wir müssen das Projekt fertigstellen und dann teurer verkaufen. Denn allein die Zinsen fressen uns auf. Das Wood-Projekt sollte innerhalb von einem Jahr realisiert werden. Das alte Haus war nicht zu retten und wurde abgerissen. Jetzt sind 11 Monate vergangen und ich frage mich, wie viel Zeit wir dafür noch aufwenden sollen. Es ist als großes Einfamilienhaus konzipiert. 370 Quadratmeter mit 5 Schlafzimmern und 4,5 Bädern. Wir haben Wood für 678.000 gekauft und für den Neubau 812.000 eingeplant. Eigentlich wollten wir für 1,7 Millionen verkaufen, aber das geht nicht. Durch all die Verzögerungen laufen immer mehr Kosten auf. Nächste Woche kommt Wood auf den Markt. Endlich. Ein Langzeitprojekt. Hoffentlich gefällt es den Interessenten genauso gut wie mir. Hi. 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 I'm Allison. William, nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Look at the schöne Messingtür. That's gorgeous. It's very unique. Die Außenansicht ist toll. Vom Fensterbogen bis zum Ornament. Wirklich schön. Isn't it amazing? Wow, this is gorgeous. This is beautiful. Nach der ersten kommt gleich die nächste traumhafte Tür. Wer hat schon so einen Garderobenschrank? Die Garderobentür ist unfassbar. Und dann der Boden. Weißeichenparkett in Fischgrätoptik. Man kommt zunächst in den Salon. Ein heller Raum mit tollen Oberflächen und mit Kamin. Ein schickes Detail ist hier auch die Kassettendecke. Dann der große Essbereich. Den Raumteiler haben wir komplett schwarz gestaltet für einen moderneren Look. Nebenan ist das Gäste-WC. Und die Küche. Mein Favorit. Kein langweiliger Vorratsschrank, sondern eine individuelle Kaffeestation. Der Fliesenspiegel ist praktisch ein Kunstwerk. Er führt den Blick nach oben zur handgefertigten Abzugshaube. Da unten habt ihr Stauraum. Wow.
Die Sitzlandschaft ist sehr großzügig. Und die Kaminwand einfach nur Wahnsinn. Sehr markant. Gehen wir nach unten. Ein Weinzimmer. Ich mag den Raum auch. Und von hier aus geht's ins Heimkino. Oh, this is great. Wow. Stellt euch das mal mit Leinwand vor. In der Decke sind Anschlüsse für einen Beamer vorbereitet. Aber man kann das Heimkino auch als gemütliche Lounge nutzen. Ein Getränkekühlschrank, damit man nicht immer nach oben muss. Und da hinten ist ein Gästezimmer mit Bad. And the bathroom. Yeah. Coming upstairs. Gehen wir hoch. Come right into Hier ist ein Bad für das Schlafzimmer. Hübsche Goldakzente. Und eine Tür zum anderen Schlafzimmer. Das könnte genauso gut ein Elternschlafzimmer sein. Es hat auch ein cooles Bad. The bathroom in here is pretty cool too. Die Fliesen sind aus Marmor. Und dann das große Bad. Wow. Das Bad ist sehr luxuriös. Aber in einem Haus für 2 Millionen wollen die Leute sehen, dass in die wichtigen Bereiche Geld gesteckt wurde. Eine tiefe Wanne mit Massagefunktion und eine Regendusche mit Dampfdüsen. Allein die Armaturen sind Luxus. Ich zeige euch die Ankleiden. Ein begehbarer Schrank und noch viel besser, ein zweiter mit Karussell. Wie viele Schuhe passen da wohl rein? Und das große Schlafzimmer. Wow, so spacious. This is great. Tons of room. Viel Platz. Man merkt, dass Allison ihren Job wirklich liebt. Ich konnte das Haus schließlich für $1.975.000 verkaufen. Zwar hat mein Makler auf einen Teil seiner Provisionen verzichtet, aber durch die Zinsen wurde es dennoch ein Verlustgeschäft. Und trotzdem war das Projekt ein Erfolg. Der Investor hat sein Geld zurück, alle Rechnungen wurden bezahlt und vor allem haben wir jemandem ein umwerfendes Haus gebaut.